Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Vollblut-Hustler-Box von Herzog. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Vollblut-Hustler von Herzog, das Ganze aus dem Jahr 2016. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Deutschrap. Dealerbox nennt sich das Ganze, Vollblut-Hustler Dealerbox. Warum? Es gab diese Box damals in zwei Varianten. Einmal die hier, die sogenannte Konsumentenbox, die habe ich euch ja bereits vorgestellt. Die ist deutlich kleiner, sowohl was die Box betrifft, als auch natürlich was den Inhalt betrifft, weniger drin. Und heute ist es endlich an der Zeit für die Dealerbox. Jawohl, die ist im Hochformat gehalten, großteils in Gelb. Dann haben wir hier einmal den Interpreten abgebildet, Herzog, wie man ihn kennt hier, mit seiner weißen Kappe, mit seiner Nike-Kappe. Dann haben wir hier seinen schwarzen Zensurbalken über die Augen. Und hier unten lesen wir dann einmal Vollblut Hustler in Weiß, das ist der Albumtitel. Dann lesen wir hier schwarz den Tag Herzog darüber. Hier dann auch noch VBH, also die Abkürzung für Vollblut Hustler. Dann hier noch HZG für Herzog, darunter das Label Bombenprodukt. Und die Bezeichnung Dealerbox. Jawohl. Auf der Seite ist das Ganze in Gelb. Links haben wir dann hier oben nochmal das Logo von Bombenprodukt und den Albumtitel plus den Interpreten. Und auf der Rückseite geht es dann weiter mit dem Boxinhalt. Album ist hier mit dabei. Instrumental-CD, Bonus-CD, VBH-CD, Digitalwaage, Bauchtasche, Tütchen plus Kapseln, Poster, Autogrammkarte. Jawohl. Dann haben wir hier den Barcode. Dann hier noch die Bezeichnungen, 86KHZ, das steht für 86 Kilohertz. Das ist der Bruder von Herzog, der so gut wie alle Beats von Herzog produziert. So, dann schauen wir mal hinein. Wir haben hier einmal das Album inklusive Album Instrumentals. Dann haben wir das Bonusalbum von Vollblut Hustler. Also, das ist eine Rap-Gruppe, der Herzog angehört. Dazu kommen wir gleich noch. Dann haben wir hier die VBH Bonus-CD. Das sieht mir aus nach einem Flyer, jawohl, beziehungsweise ein Infozettel, der hier zu diesem Inhalt hier gehört. Das ist kein Album, auch wenn es so aussieht, das ist die Digitalwaage, zu der kommen wir dann noch. Eine Bauchtasche ist mit dabei, ein kleines Beutelchen, ein Tütchen hier mit Tütchen und Kapseln, die Autogrammkarte sowie ein Poster. Also jede Menge Inhalt. Von innen die Box in Weiß, ist eine reguläre Klappbox und wenn man hier aufmacht, dann kommt noch das hier zum Vorschein. So, dann packen wir die Box zur Seite und starten wie immer mit dem Album an sich. Räumen wir noch mal kurz hier den Rest beiseite. So, und dann kann es auch schon losgehen. Das ist das Album Vollblut Hustler. Das Cover ist jetzt etwas abgewandelt, also nicht wie auf der Box. Wir haben hier zwar den Schriftzug in Gelb, aber ansonsten hier Gelb eher weniger zu sehen, dafür Schwarz und Weiß. Wir haben hier Herzog sitzend vor einer vollgetagten Wand. Auch hier wieder der Zensurbalken über die Augen. Auf der Seite, wir haben hier ein reguläres Jewelcase, allerdings zwei Discs. Also, die Instrumentals sind hier mit dabei. Herzog Vollblut Hustler lesen wir hier. Und auf der Rückseite haben wir dann 17 Tracks. Es sind Features mit dabei von Dr. Surabi, Said, Farag, Sadichand, Taylor und PTK. Also ehemalige bzw. aktuelle Bombenprodukt-Member und natürlich die Jungs von VBH. Dann schauen wir mal hinein. Als erstes kommen wir zum Booklet. Es ist übrigens das dritte Album von Herzog. So, und wenn ich das richtig sehe, jawohl, dann lässt sich das Booklet hier aufklappen. Wir lesen hier Top Skunk, Günther, Konrad, Mary. Ist die Frage, was das hier unten heißt? Wahrscheinlich Hannah. Ja, also Tarnnamen, Spitznamen für Drogen. Hier unter anderem Konrad, meines Wissens Kokain.
So, dann haben wir hier den guten Mann abgebildet, in diesem Fall mal ohne Zensurbalken. Und auf der Rückseite sieht das Ganze dann so aus. Wenn sie fragt, wie viele Joints, sage ich Mama nicht so viele, doch sie hat es im Urin wie ich die Cannabinoide. Also Zitate von Herzog, Lines aus seinen Tracks. Und dann lesen wir hier noch, Eigenanbau, lass mir die Ernte viel kosten, du brauchst Berberil-Tropfen nach den Tschernobyl-Knospen. Ja, so kennt man ihn. Dann machen wir das Booklet wieder zurück und kommen zur CD in Weiß, Schwarz und Gelb. Auch hier lesen wir wieder Vollblut-Hustler und Herzog drauf. Und auf der Rückseite dann die Instrumentals. Die waren jetzt hier gar nicht angeführt auf der Rückseite. Die sehen so aus. Und dahinter kommt dann noch ein schönes Bombenprodukt zum Vorschein. Das Label von Herzog. So, das war's zum Album. 17 Tracks, wie gesagt. Damit aber nicht genug. Wir haben noch eine Bonus-CD, die VBH, die Vollbluthustler Bonus-CD, Bombenprodukt präsentiert. Auf dieser haben wir dann nochmals 12 Tracks. Allerdings sind es, wir haben es hier, 6 Tracks plus 6 Instrumentals. Also mehr oder weniger eine Bonus-EP plus Instrumentals. Wir haben hier mit drauf einmal Farag, einmal Dr. Surabi, dann haben wir nochmals Farag, S, Monster und Dr. Surabi, nochmals Farag, nochmals Surabi und nochmals S, Monster, PTK und Farag. Also jede Menge Features auf diesen 6 Tracks. Und die 6 Stück gibt es dann eben auch nochmal in der Instrumental-Variante, womit wir dann auf 12 Stück kommen. So sieht die CD aus. Und das Ganze kommt in einer Papphülle. Und noch ein Zusatz. Wir haben hier dieses hier, das Album LMADP. Das ist die Abkürzung für Leben mal auf Drogenplan. Das lesen wir auch hier unten. Das ist schon etwas älter. Also es gibt, oder andersrum, es gab dieses Album. Und das ist schon damals von VBH, also von Vollbluthustler, erschienen. Und jetzt gibt es das Ganze eben auch noch hier physisch in der Box. Bombenprodukt präsentiert, Vollbluthustler. Und dann haben wir unten rechts noch einen Verbraucherhinweis. Auch wieder in einem regulären Jewelcase. Und auch hier haben wir wieder 2 Discs. Bedeutet, wir haben hier scheinbar auch die Instrumentals mit dabei. Auf diesem Album haben wir 21 Tracks. Natürlich großteils von Vollbluthustler, also von Herzog, von Farag, von Surabi und von 86 Kilohertz. Und jetzt schauen wir mal rein. Es sind natürlich auch noch einige Features mit drauf. Aber als erstes mal zum Booklet. Okay, hier haben wir die Herrschaften in seinem Negativ. Dann haben wir die Infos zum Album. Also auch gut, Executive Producer ist Herzog Herzog und Co-Producer 86 Kilohertz. So, dann kommen wir zur CD. Die sieht dann so aus, in Weiß und Dunkelblau gehalten. Und auf der Rückseite, ebenso wie bei dem Album, dann hier auch noch die Instrumental-CD. Hier gibt es dann nochmal die 4 Herrschaften. Was ich spannend finde, man hat das Cover bei dieser Version, bei der neuen Version, abgewandelt. Und zwar, ich zeige euch ganz kurz mal zum Vergleich das alte, Sekunde. Also, so sah das ursprüngliche Cover aus von LMADP. Dieses stammt aus dem Jahr 2009. Und das hat man dann eben in dieser Variante, in dieser Box-Bonus-Variante entsprechend abgewandelt. Also wenn ich sie richtig interpretiere, dann wurde einfach das Artwork, das Albumcover hier einfach auf negativ umgewandelt. Und so sieht das dann aus. Sehr schön. So, genug mit der Musik. Wir haben außerdem mit dabei eine Autogrammkarte. Die ist quadratisch. Hier mit weißem Stift Herzog Unterschrift. Auf der Rückseite sieht das so aus, ein rauchender Mund und links unten der VBH-Schriftzug. Dann haben wir ein Poster,
Auf der einen Seite haben wir mal Herzog abgebildet, oben lesen wir wieder den Albumtitel und hier dann das Weitere, hier dann natürlich auch noch die Beteiligten, also Herzog, Bombenprodukt, 86 kHz und Vollblut-Hustler. Und auf der Rückseite haben wir dann Herzog mit einer rauchenden Frau. So sieht das aus. Und es sind beide im Hochformat. Also sowohl die Seite als auch die andere jeweils im Hochformat. Dann haben wir mit dabei die Digitalwaage. Zu dieser Waage bekommt man hier ein Infozettelchen. Hier steht dann drauf, wie das Ganze verwendet wird. Also Verwendung der Kalibrierung, Verwendung der Zählfunktion, Verwendung der Tara-Funktion, Verwendung der Waage. Das werde ich euch jetzt mal im Detail ersparen. Was das Besondere ist an dieser Waage, die ist mehr oder weniger getarnt. Denn rein so, wenn man es jetzt von vorne sieht, angenommen man hätte das im Regal stehen, sieht es eigentlich aus wie eine CD, wie ein reguläres Jewelcase, könnte man meinen. Allerdings hier auf der Seite dann doch etwas verdächtig schon. Und so sieht es dann von unten aus. Wir haben hier ein Fach, nehme ich an, für, genau, hier geht's auf. Für Batterien sind schon welche drin. Und das Ganze kann man dann hier einfach aufklappen. Das finde ich auch spannend. Hier haben wir die Credits, die mir bis jetzt im Booklet gefehlt haben. Die sind hier bei der Digitalwaage verarbeitet. Sehr schön. Und hier haben wir dann entsprechend die Waage. Also eine Digitalwaage. Hier auch wieder mit dem Albumtitel gebrandet. Das ist hier so wahrscheinlich geätzt. Und dann haben wir hier die vier Knöpfe mit einer digitalen Anzeige. Hier kann man das Ganze entsprechend einschalten. Und dann kann man Sachen damit abwiegen. So, wir sind hier jetzt in diesem Fall auf 0. Und jetzt können wir mal hernehmen, zum Beispiel Gramm. Ich habe jetzt hier auf Gramm gewechselt. Und jetzt nehmen wir hier einfach mal mein Messerchen und wiegen das ab. Und siehe da, das wiegt 136,56 Gramm. Sehr schön. Also die Waage funktioniert, hat dann noch ein paar Funktionen. Und hier kann das Ganze wieder abdrehen und verstauen. Sehr schön und auch passend zum Albumtitel bzw. zum Boxtitel. So, dann haben wir eine Bauchtasche. In schwarz mit einem gelben Schriftzug hier. Natürlich lesen wir auch hier wieder Vollblut-Hustler. Auf der Rückseite nichts weiter. Wir haben hier am Gurt sogar noch ein Zettelchen. Was lesen wir denn hier? Okay, ein Barcode. Ansonsten nichts. Den werden wir uns mal gleich runterschneiden. Für den haben wir keine Verwendung. So. Also, eine reguläre Bauchtasche. Hier vorne mit Reißverschluss. So kann man dann hier etwas verstauen. Und dann haben wir hier auch noch ein kleines Fächlein, so eine kleine Stofftasche. Das Ganze kommt mit einem schwarzen Gurt, den man hier natürlich auf und zu machen kann. Und man kann das Ganze dann auch noch hier entsprechend Größen verstellen. Je nachdem, ob man es um die Hüfte, um die Schulter tragen möchte, das ist jedem selbst überlassen. Und als letzten Boxinhalt haben wir etwas, mit dem man dann die Bauchtasche füllen kann, nachdem man es abgewogen hat. Das ist hier dieses kleine Plastikbeutelchen und in diesem befinden sich noch weitere Inhalte. Und zwar ist das Ganze hier gebrandet mit dem Albumtitel und wir haben dann hier drinnen 1, 2, 3, 4, 5 kleine Tütchen. Alle ebenfalls wieder gebrandet, durchsichtig mit schwarzem Schriftzug. Dann haben wir zwei Reißzähne, so nennt man die. Ups, bleibt mal liegen hier. Die sind in diesem Fall durchsichtig und nicht gebrandet. Also ihr kennt das, hier oben ein Verschluss. Hier kann man dann befüllen. Und zusätzlich zu diesen beiden haben wir dann noch hier so zwei kleine Kapseln. Ja, ist natürlich vom Inhalt her etwas fragwürdig.
Aber wer Herzog und seine Texte und seine Vergangenheit kennt und generell so das Artwork oder das Thema des Albums und der Box berücksichtigt, da ist das dann auf jeden Fall stimmig. Was man damit macht, ob man das verwendet oder nicht, ist natürlich wie immer jedem selbst überlassen. Wir packen den Beutel mal wieder weg. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Beutelchen inklusive Tütchen, Kapseln und Reißzähne. Dann haben wir die Digitalwaage mit dem Infozettel. Das Poster beidseitig bedruckt, beide Male im Hochformat. Die unterschriebene Autogrammkarte. Die Bauchtasche. Das Bonusalbum LMADP von Vollblut Hustler inklusive Instrumentals. Die Bonus-CD, die VBH Bonus-CD in der Papphülle. Sowie natürlich das Album Vollblut Hustler inklusive Instrumentals. Jawohl. Das alles in dieser wunderbaren Box, Vollblut Hustler Dealer Box von Herzog. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Herzog unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.